Hey und hallo zu Leap, Pumpkin, Sims 3 und dem Inselparadies und oh Gott, es ist abends hier und der Festplatz hat schon geschlossen. Sie quatscht zwar noch ein bisschen mit diesem Verkäufer hier, der sich schon umgezogen hat, aber ich glaube, du gehst erstmal nach Hause. Das Date hier mit Valerie hat irgendwie nicht funktioniert. Jedenfalls nicht richtig, sie hat irgendwie keinen richtigen Draht zu Valerie und mal schauen, wir werden uns dann den morgigen Tag um Carolina kümmern. Vielleicht gehen wir mit ihr ins Kino oder, ja, ich gucke mal, irgendwie kann man ja hier ein paar Sachen erledigen. Jetzt spielt einer Fußball hier schön. Das hätten wir auch gerne gehört, wer ist denn Darky? Ist das ein Mann? Ja, sieht so aus, ne? Gut, der geht nach Hause, sieht ein bisschen komisch aus, würde ich sagen, aber warum denn auch nicht? Und er steht auf der Straße, um ins Auto zu steigen. Lee, wo bist du? Jo, sie ist schon zu Hause angekommen, das ist gut. Und ja, was muss erledigt werden? Oh. So, nicht... Ach, guck mal, Darky geht hier scheinbar voll dieselbe Richtung wie wir. Und hier. Okay. Jo, der hat scheinbar richtig schon Geld, denn Autofahren und Boot und so weiter. Nicht schlecht. Jo, und Lee kann dann schlafen gehen. Ja, wenn Lee morgen früh aufgestanden ist, würde ich ihr gerne ein neues Oberteil irgendwie verpassen, weil irgendwie, naja, die Jacke finde ich nicht ganz so toll. Jo, Lee ist aufgewacht, allerdings ist es noch 5:30 früh am Tag und... Keine Ahnung, ob da irgendwie andere Sims schon unterwegs sind und so weiter. Ab wann das so losgeht, abends kriege ich es da zusammen, dass sie ab um 10 nicht mehr anrufbar sind, aber... Und warum sie hier eine riesen Pfütze in der Tür hatten, ja, das möchte ich auch mal gerne. Das ist bestimmt von diesem fiesen Regenwetter und dem Gewitter. Das läuft hier rein. Du solltest mal sehen, dass das Wasser irgendwie nach außen wieder läuft. Oder so ähnlich. Ja, wenn du aufgegessen hast, gehen wir mal eben in die Kommode. Und dann kannst du das auch aufwischen. Und danach kümmerst du dich einfach mal um Carolina. Ja, wo laden wir die eigentlich hin? Ein. Deptagi? Hi, was hast du denn da an? Ach so. Gut, Alltag. So, so. So, das habe ich mir irgendwie noch ausgesucht. Ich denke, naja, so ein bisschen netzig. Kurz. Sexy und falsche Farbe. Ich würde das mal ein bisschen in das Rot. So, hier so. Naja, gut, es ist jetzt nicht der Brüller, aber ich habe kein anderes gefunden. Okay, reicht mir. Gut, und ran an die Pfütze und mal gucken, sie hat irgendwelche Erfahrungen gemacht mit Kommoden. Vielleicht hat sie sich auf den Finger eingeklemmt. So, unser Ressort scheint noch nicht hier. Wollen wir uns im Ressort treffen? Ist das zu weit? Ist der Festplatz schon offen? Denn wir wollen ja dann ins Kino gehen. Okay, auf den Festplatz.
Okay, hört sich gut an. Sharklabs? Na denn. Zegnubab? Gut, ich bin total gespannt, ob das jetzt hier mit Carolina irgendwie ein bisschen besser funktioniert und ich würde es natürlich auch gut finden. Ich weiß nicht. Ja, wenn die so genauso alt sind, dann könnte es schon gut funktionieren. Also das liegt ja nicht am Alter. So, Ressort hat auch noch ein bisschen Geld gebracht. Ich weiß gar nicht, was da jetzt drauf sind. Ich glaube 2 Tage. Also knapp 5000. Das lassen wir mal noch liegen. Ja, wo ist sie denn? Noch nicht da. Es ist auch niemand noch nicht da. Also, von 8 Uhr öffnet dieses Ding. Wie geht's ihr eigentlich? Und, richtig gut. Guck mal, da ist sie schon. Da könnte er vielleicht irgendwie... Wo rennst du hin? Das ist ja schlimm. Angesprochen werden von Carolina und du brauchst nicht mehr über irgendwelchen Hagelring, der ist vorbei. Fotoagentur. Warum streicht sie jetzt ihr Eis? So, die steht hier, die steht da. Klappt super. Washington, Rollschuh laufen wollen wir nicht mehr. Das haben wir schon gemacht. Wir gründen mal eine Gruppe, das macht sich immer gut, glaube ich jedenfalls. Alter haben wir schon gefragt. Und herausfordern, irgendwas passt hier nicht. Einschlagen will nicht, ich finde die voll blöd. Erzähl doch mal eine lustige Geschichte. War das irgendwie? Konnte die das auch? Ey, was ist hier los? Das meine ich. Jetzt halt mal an, hier kurz. Zack. Jetzt möchte ich ja zu ihr mal wissen. Jetzt nimmt die einfach ab. Das ist doch wohl nicht wahr. Wieso habe ich hier ein Hühnchen zu rupfen? Also es gibt ja noch eine Gruppe, aber war das hier oder war das schon und so weiter und so fort. Hier ist doch gar keiner, den wir kennen. Und mit Valerie haben wir nichts. Nein. Das ist ja irgendwie blöd. Okay. Das klappt nicht. So, jetzt sind wir hier ziemlich allein und es sind wirklich kaum Menschen hier zu sehen. Allerdings, es ist noch hier früh um 8 oder fast um 9. Ja, die ist jetzt zwar nach Hause gefahren, aber wir werden jetzt immer die prompt wieder herholen und mal, hallo, was soll das eigentlich? Einladen nach. Carolina. Ich wollte mit ihr gerade Torwand schießen oder irgend sowas. Ich weiß was Besseres. Ich mach ab. Was ist das hier? Die Bibliothek. Wo ist denn das Kino? Kino. Jetzt gehen wir mit ihr ins Kino. Eine Gruppe haben wir ja auch gegründet. Komm, Carolina, hast du Bock? Bleib mal dran hier. Guck mal, die kommt doch. Ist schwer beruhigt. Lee hat einen Beginnungswettensinn entdeckt, aber doch nicht hier. So, zeig mal. So, Carolina ist schon da und dann würde ich jetzt hier gar nicht Gitarrentheater besichtigen. Nächste Vorstellung um 12. Hat die dich angerufen? Kannte. Du sollst sie einladen.
Guam, Big Abadoo. Ins Kino. Gut, Spiel macht, was es will. Carolina auch. Lee auch. Das klappt ja richtig gut. Also komm, wir haben ja eben schon mal eingeladen, aber irgendwie gefällt sie ja auch und sie würde gerne. Dann könnte sie bis um 12, bis zur Vorstellung, ja langsam dann auch da sein. So, wer läuft hier alles rum? Jetzt tauchen hier doch ein paar Sims auf, auch wenn es nur nicht so viele sind. Ein Kind und... Die läuft irgendwie wie ein Rentner hier. Miley. Ach, sie spielt gegen Palmyra, okay. So, jetzt haben wir hier, glaube ich... Da. Ich mache nur was anderes. Ich sag mal kurz was Freundliches. Frag die mal nach dem Tag. Und jetzt machen wir was Romantisches. Wir flirten die mal an. Denn sie ist Freundin. Lucky Lucky. Ganz plötzlich. Und wir gründen eine Gruppe. Was hat sie denn speziell, Kokett? Frag die doch mal nach Sternzeichen. Jetzt gehen wir richtig ran hier, glaube ich mal. Speziell Kokett. Die gestehen sich an. Und Komplimente machen. Hat sie angesprochen. Komm, erzähl mal einen schmutzigen Witz. Luma Mac, Trigana. Sir Gloofy, Flagel. So, wie sieht man denn hier, dass sie irgendwie romantisch sind? Frag die doch mal nach sexueller Neigung. Vielleicht ist die nämlich gar nicht bi oder homosexuell und dann weiß ich nicht, ob das überhaupt klappen könnte. Frag sie einfach hoffnungslos romantisch. Komm, wir haben die jetzt verliebt. Sie ist hetero, siehst du, da haben wir nämlich schon den Salat. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe. Und die Tarn, nächste Vorstellung um 12 und so weiter. Theater mit Gruppe besichtigen. Dann ist das nicht so langweilig. Siehste. Carolina ist kokett. Also werden wir aber an Carolina dranbleiben. Das ist zwar irgendwie... Die kriegen wir schon. Denn jetzt hat es ja auch geklappt und jetzt hat sie sich da auch gar nicht mehr drum geschert. Ob sie da irgendwas im Keller hat oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie sie darauf kommt. Jo, so, die Besichtigung ist vorbei, aber die erste Filmvorstellung leider auch. Das hat jetzt... Jetzt können wir aber einen Film besuchen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Quatsch, frag sie doch mal, ob sie gefallen hat, wenn das geht. Nach Tag. Über Kinder meckern, das machen wir. Sofort. Und, ein Chaka und ein bisschen spezial hoffnungslos romantisch. Guck ihr mal tief in die Augen. Sie will das nicht. Das findet sie blöd. Wie geht sie auf Flirten ein? Ich bin eine Möhre, werden wir uns angucken. So, jetzt haben wir leider nicht gesehen, was sie da mit dem Flirten gecheckt hat. Denn für den ersten Kuss scheint es also auch noch eine ganze Weile Freundin, also wenn die nicht beste Freundin geworden sind. Jo, so kann man auch seinen Tag verbringen, ne? Im Kino. Ja, dass Lee über Kinder meckert, ist natürlich klar. Ich meine, hallo, sie ist, sie mag keine Kinder. Und das wird natürlich ein Ding, denn vielleicht sollen sie doch mal auch Kinder kriegen. Übrigens ist hier eine, was ist das, so eine Obstauslage oder
Gut, es sind vielleicht auch Smarties. Olin Ojeda ist von uns gegangen. Okay. So, irgendwas hat sie erfahren. Das können wir aber hier genauso nachgucken. Kokett und jähzornig. Naja, deswegen ist die auch so ein bisschen komisch. Ja, sie sucht sich aber komische Leute raus. Also vielleicht doch Valerie. Wir bleiben an Valerie dran. Und jetzt kicken wir aber, dass wir die irgendwie nach Hause noch einladen. Jo, da ist sie ja schon. Mit dem brauchst du dich nicht unterhalten. Hallo, hallo Carolina. Jetzt geht's nicht. Komm, sag was Nettes. Ein Chaka. Und wie war es im Kino? Mach mal koketten Witz. Versteht die überhaupt guten Witze? Haben wir bis jetzt noch nicht. Und nochmal über Kinder meckern. Und spezial, mag keine Kinder, Kokett. Haben wir schon nach dem Sternzeichen gepackt? Ich glaube, ja, aber ich hingegangen war wohl nicht. Ach, die haben eine schöne Verabredung, siehst du? Geht doch. Flirten. Kompliment machen. Ach, guck mal, jetzt ist sie gute Freundin. Flirten und verliebt umarmen. Wir werden es probieren. Aha, das funktioniert. Okay. Hoffnungslose Romantikerin, andere Sims reagieren meist positiv auf ihre romantischen Erwartungen, fahren mit der Maus über die und so weiter und so fort. Okay. Da könnten wir, sie ist ein Snob, das passt ja richtig gut, wenn wir dann irgendwie doch ein bisschen mehr Geld haben. Eine schöne Verabredung, das freut mich. So, dann bleiben wir mal jetzt gleich dran hier. So, pass mal auf, das werden wir später nochmal nachfragen und dann können wir das. Und was mich interessiert. Nach Hause einladen. Siehst du, erst sagt sie, oh, ich will hier nur Männer, ich bin hetero, hallo. Ah, ja. Wie schon festgestellt haben, die beiden irgendwie doch eine Verbindung zueinander. Okay, wir lassen Carolina und Lee nach Hause fahren. Oder zu ihr nach Hause aufs Hausboot und das Ganze, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part. Schön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Däumchen hoch und lasst es euch gut gehen. Tschüss!